Ja, hallo zum Aussteigerkanal. Ich bin ja auf dem Land eines Aussteigers von mir. Das kam gleich so mit Tor. Und man sieht, es ist ein Matuland. Es ist viel Buschwerk drumherum. Alles, was ihr seht, war schon hier. Hier gibt es auch noch einen Zusatz. Da gibt es noch einen gebohrten Brunnen, den man kontrollieren muss, wie hoch der Wasserspiegel ist mit Brunnenhäuschen. Kleines Häuschen schon da, was auch ganz gut ist. Und ich wollte euch hier auch mal berichten, wie das hier so weitergeht mit den Ländern, die meine geretteten Aussteigerchen kaufen. Und wie man sieht, hier ist auch schon eine Maschine da gewesen. Und also bevor es gekauft wurde, hat hier auch schon den Busch quasi entfernt, der hier vorher war. Also hier war es vorher genauso wie hinter der Mauer, was ihr da seht. Ne? Das muss natürlich auch erstmal alles raus. Hier gab es auch schon mal eine Orangenplantage. Hier oben ist auch schon ein gerades Stück, in dem das Projekt geplant war. Also man kann ja so ein Agrarland kaufen und ein Projekt anmelden. Und hier hat das anscheinend schon abgesteckt. Ich glaube, das sind 30 Quadratmeter, die man hier irgendwie so eine Art als Lagerhalle vielleicht hinbauen darf oder so. Ne? Das ist dann, wo die Eisenstöcke sind. Wo die Mauer ist, ist die Grenze. Das hat 7.500 Quadratmeter. Das ist also ein sehr großer Spielplatz, auf dem man sich verwirklichen kann. Und ich bin jetzt da, weil ich eigentlich angenommen hatte, weil heute der Baggerfahrer anfangen wollte. Denn es gibt keine gerade Zaunlinie. Also es soll eingezäunt werden und es gibt keine gerade Zaunlinie. Sprich, es ist ein kompliziertes Stück Land für einen Zaun. Sprich, man sieht ja, hier sind die Pfosten auf der Mauer. Ne? Dann muss sowas wie dieser Busch zurückgeschnitten werden. Dann muss man den Zaun herunterführen, dass er dann auf der Erde weitergeht sozusagen. Ne? Hier sind riesige Felsen, sowas kann man schon nicht mehr mit der Hand bewegen. Ne? Selbst sowas kann ein Mann nicht mehr hochheben. Ja, die sind sehr schwer, die kann man nur noch rollen mit Stäben oder so, durch Hebelwirkung. Und das ist dann hier quasi die Zaunlinie. Und ihr seht, kompliziert. Weil was braucht man für einen guten Zaun? Einen geraden Boden. Ja, und hier sind erstens die Steine und zweitens der Boden nicht gerade. Also das muss alles der Bagger machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich heute den Bagger hier antreffe. Weil mir gesagt worden ist, wahrscheinlich kommt er heute, fängt heute an, aber es wird wahrscheinlich morgen sein. Sprich, morgen habe ich aber keine Zeit, deswegen werde ich es jetzt erstmal in diesem Vorzustand abfilmen und euch zeigen. Mucki, da bleiben! Hier gibt es viele Hasen, viele Wildschweine und das riechen die Hunde alles. Jetzt werde ich euch erstmal diese ganzen Felsen zeigen, die hier liegen. Die sind auch wunderschön, ich meine, die kann man ja auch später nehmen, um, ja, irgendwas zu machen. Ja, hier ist auch geplant, dass hier sollen nochmal zwei Teiche oder zwei Seen entstehen. Na, da kann man die schön als vielleicht ans Ufer legen oder irgendwas kann man mit den schönen Steinen immer machen. Und das ist ganz gut. Und solche Steine, die werden hier teuer verkauft an der Algarve. Also so ein Laster Steine, da zahlst du schon ein paar hundert Euro für. Na? Ah. Ja, hier wachsen so mediterrane Zwergpalmen. Also die hat sich ganz von allein hier ausgesät, ne? Und ja, sehr schön. Braucht sehr wenig Wasser und kann die Hitze überleben. Ja, so sieht es hier aus. Jetzt gehen wir ein bisschen nach oben. Das ist ein sehr schönes Stück Land, finde ich. Vor allen Dingen hat man hier seine Ruhe. Rundherum ist nur dieser Busch und das ist einfach fantastisch. Das heißt, es ist nicht wie bei mir, dass die Leute dann durch den Zaun gucken und guck mal die da und so. Und mich so wie ein exotisches Tier beäugen. Sondern hier hat man wirklich seine Ruhe und hier ist auch eine Stille, denn hier führt keine Teerstraße vorbei. Sehr still. Hier oben wäre dann wieder die Zaunlinie und ihr seht ja, was hier alles liegt. Ne? Also das hat mir der Baggerfahrer gesagt, das ist das Schwerste hier, weil dann muss er erstmal das hier alles abziehen, nach innen ziehen, damit er oben die großen wegrollen kann. Ne? Ja, also das ist schon eine Action. So sieht es hier aus. Also hier sind wir ganz nah am Meer. Ja, ich würde schätzen zwischen 2 und 3 Kilometern, wenn überhaupt. Man kann es aber leider nirgends sehen. Das heißt, wenn er vielleicht einen Jägerstand hier baut, wird er das Meer auch sehen, nehme ich an. ja, hier gibt es noch die alten Schläuche von der Orangenplantage. Hier gibt es sogar noch einen alten Orangenbaum.
Ja. Ja, der hat sich ganz allein durch den Sommer erhalten, das ist schon irre. Ja, der hat auch diese Krüppelkrankheit, aber er ist noch im Leben. Müssen wir unten mal die Wildtriebe rausschneiden und dann kann er sich wiederholen. Ja, das ist auch so was. Die Bäume müssten hier auch ein bisschen beschnitten werden. Hier ist auch eine kleine Alpharoba-Plantage, also ein kleiner Alpharoba-Baumwald, also Johannisbrotbaumwald. Und das ist sehr schön, finde ich, weil da hast du was Grünes im Sommer, ne, auf deinem Land. Ein paar Bäume sollten schon da sein. Das ist jetzt wieder hier die Mauer. Und ihr seht auch da, auch hier, wo der Zaun hin soll, liegen diese großen Felsen rum, ne? Und die müssen hier weggerollt werden mit dem Bagger. Und er hat mir auch versprochen, dass er den Busch so weit wie möglich rausmacht. Und damit es dann für die Zaunfirma leichter ist, ne? Oh, ich sehe gerade hier so einen kristallinen Stein. Der ist ja schön. Ja, die meisten Steine, die man dann so aufbricht, das ist wirklich schön. Das sind die Sonne hier. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber das sind alles Kristalle da drin. Ne? Echt schön. Fast wie eine Drose, nur voll. Die meisten Steine schauen so aus von innen. Oder es sind einfach nur Kalksteine, aber der ist doch wirklich sehr schön. Ja, na Paco, ich habe heute mal Paco dabei. Hier legt mir so Schlauch rum, eben hier sieht man es auch. Also ich glaube, hier habe ich mit ihm beschlossen, ja, dass diese Steine da liegen bleiben und dass wir die Mauer, den Zaun davor setzen. Ja, also ich wäre jetzt froh gewesen, wenn der Bagger schon da gewesen wäre. Aber anscheinend verzögert sich das noch um einen Tag. Das ist halt Portugal, ne? Man weiß es halt nicht. Das heißt, ich werde hier nochmal herkommen, wenn der Bagger schon da war oder noch da ist, das weiß ich jetzt noch nicht. So, mal gucken. Also Olivenbäume hat er hier auch, das ist schon schön. So über Preise und über sowas, ich finde, das ist zu persönlich. Ich weiß, dass euch das Brennen interessiert, aber das möchte ich hier nicht verraten, das ist alles zu persönlich. Ne? Wenn man Grundstückspreise wissen will, dann braucht man im Prinzip nur das portugiesische Internet schauen. Ne? Dann kann man sehen, die Quadratmeter und auch die Preise sehen. Das ist übrigens wilder Spargel, Leute. Ja, das ist da. Der kommt ganz harmlos zur Welt und hat noch keine Stacheln und nix. Und über den Sommer verändert er sich dann in sowas. Und diese Stacheln, die sind echt fürchterlich. Die sind sehr, sehr, sehr stark und die tun sehr weh. Hier hat ja fast alle Stacheln, aber das ist die Königin der Stacheln, dieser grüne Spargel. Was gut an dem ist, der kommt überall hier raus im Frühling. Den kann man überall pflücken und mitnehmen. Und auch gleich so roh essen im Prinzip. Ist schon gut. Ja. Das muss man alles mal rausschneiden. Ist ein Spargel, ne? Ja. Ja, und die Alpharoba-Bäumchen, die müsste man hier unten, gibt es ja diese großen Austriebe, die müssen auf jeden Fall weg. Das ist auch mit ein Grund, dass der Baum so aussieht, wie er aussieht. Zu wenig Blätter, zu hellgrün. Hellgrün heißt, ihm fehlen die Nährstoffe. Und da unten, dass es diesen Austrieb gibt, da steckt da natürlich Kraft dran. Das muss weggeschnitten werden. Ne? Das muss man ein bisschen pflegen. Dann können die sich auch schneller wieder erholen. Ja, und dann gibt es auch Mandelbäume. Wieder Johannisbrot. Das sind wilde Pistazien hier. Die haben ganz kleine Pistazien dran, die kann man aber nicht essen, leider. Aber hier wachsen auch echte, veredelte, große Pistazienbäume. Die kann man auch pflanzen. Die wachsen hier auch sehr gut. Ja, so sieht es hier aus. Ja. Und wie man sieht, gibt es auch die Nachbarn, die sind weit genug weg, ohne dass sie einen stören könnten. Es ist also wirklich super hier. Also das hat viele Vorteile, dieses Stück Land. Obwohl es im Prinzip ein Mattostück Land war. Ne? Also ihr seht, was man aus sowas machen kann, wenn man es denn macht. Ne? Man muss halt ein Idealist sein, denke ich, weil viele Leute sehen das und sagen das. Also es gibt ja viele Mattostücke hier zu verkaufen. Wie gesagt, Matto heißt Buschland. Moment mal, meine Hunde. Paco! Mucki! Gibt es viele Hasen, ich sehe sie gerade nicht mehr. Genau, da muss man sich halt trauen. Die kann man sehr billig kaufen, diese Länder. Und muss man sich halt trauen. Dann holt man eine Maschine her und mach den Busch raus, fertig. Good boys, ne? Good boy, Paco. Hey, Paco, sag mal hallo. Wollen wir mal sitzen? Ah, sag mal hallo, YouTube. Okay, hier kann man sehen, hier waren die Schweine wieder am Werk. Das kann man sehr gut sehen.
Alles umgegraben. Ja, wenn sie nochmal diesen Fenchel mit aus, diesen Spargel mit ausgraben würden, das wäre doch toll. Hier auch bei dem Baum, da müsste man auch mal die Triebe unten abschneiden. Ne, die andere Zaunlinie zum Süden hin, die ist auch nicht besser. Also die Maschine hat ja weiß Gott was zu tun. Und er hat mir auch versprochen, dass er es ordentlich macht und die rausgerissenen Büsche und so, dass er die in der Mitte aufs Land auf den Haufen legt und so, damit man nicht mehr so viel Arbeit hat im Nachhinein. Ne? Also das wird schon was hier. Guck mal, diese ganzen Steine. Also alles, was er da sieht, war im Prinzip im Terreno drin gelegen. Ne? Und das hat ja, wie gesagt, der Bagger, der Vorbesitzer mit dem Bagger schon gemacht. Ja, aber schön finde ich es schon, die Steine. Ja, jetzt laufen wir wieder hoch. Also ich bin jetzt nicht ganz bis runter gegangen, aber hier ist anscheinend ein bisschen so der höchste Teil. Und schön eben. Also ist wirklich gut, weil es ist auch gut, wenn man hinten dann einen Teich macht, wo das Wasser so ein bisschen abfällig hier reinlaufen kann. Ja? Dann kann sich der Teich auch im Winter selber auffüllen. Oder der See, ne? Ja, so sieht es hier aus. Und ja, wollen da unbedingt einen Zaun hinmachen. Wegen der Wildschweine und wegen der Jäger vielleicht. Schon gesehen, da unten gibt es einen großen Baum. Da hat jetzt der Nachbar seinen Baum beschnitten und hat den ganzen Mist hier aus Nachbarsland gelegt. Weil er sich denkt, da passiert ja eh nichts. Weil wie man sieht, das ist hier alles wilder Fenchel, diese Pflanze. Na, die müsste eigentlich auch raus. Ja, aber das muss man alles Step by Step machen. Jetzt kommt erstmal die Einzäunung. So. Ja, also ich könnte verschwören, der Vorbesitzer hat die Steine so auf dem Haufen, weil er sie abholen lassen wollte. Also was kann man hier sehr gut verkaufen. Ja, und hier ist dieser Baum. Ja, jetzt haben sie einfach den Abschnitt von dem Baum hier hingeknallt. Ne? Und das ist natürlich jetzt im Weg und das ist ziemlich viel. Das geht ja natürlich nicht, auch wenn hier schon was liegt oder so von vorher. Aber sowas geht einfach nicht. Ja? Haben sie die Früchte gesammelt, haben den Mist dahin geklatscht. Sowas macht man nicht. Ne? Jetzt ist es ja irgendwie sehr schwer, diese Nummer rauszufinden von dem Nachbarn. Ne? Also hier auch schon. Das ist zum Beispiel auch Alfa-Roba. Das haben sie auch vorher schon hingelegt. Das kann ich jetzt sehen, weil ich weiß, wie Alfa-Roba-Holz aussieht. Nämlich hat es diese Hubbel da dran. Ja, und da es hier gar keine großen Alfa-Roba-Bäume gibt, bis auf den da, kann das nur von dem kommen. Ja, und das hat er schon Jahre zuvor hier hingeschmissen, so alt wie das da ist. Ja, macht man halt einfach nicht. Also ist so ein Zaun schon gut in so einer ein bisschen abgelegeneren Gegend. Ne? Ach, ja, so sieht es aus. Und hier auch auf die Mauer. Das ist alles sein Dreck. Das muss eigentlich alles weg. Ja? Hier weiß ich auch nicht genau, wo die Zaunlinie weitergeht. Naja, muss man mal gucken. Etzala. Wie gesagt, war kein Bagger da, aber das Folgevideo, das mache ich dann entweder mit Bagger oder mal gucken, wie es dann später aussieht, wenn der Bagger schon da war. Ja, das war erstmal so viel. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, was auf dem Aussteigerland passiert. Und werde mich jetzt von euch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.